Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Announcement-Video, um eigentlich euch nur bestimmte Dinge zu sagen, die jetzt kommen werden. Und zwar, Floyd habe ich jetzt fertig aufgenommen, wird jetzt demnächst hochgeladen, alles. Also der erste Part müsste schon die Nacht jetzt hochgekommen sein. Und ja, Minecraft hängt derzeit. Ich hatte so eine kreative Pause gemacht und wollte jetzt weiter anfangen. Nur irgendwie war die kreative Pause noch nicht stark genug. Aber ich denke, das kriege ich schon noch hin. Ja, das zum einen. Zum anderen, was gab's denn da noch? Genau, ich habe eine Season 2 Worlds 2 hochgeladen. Die wird jetzt erstmal den Lückenfüller spielen. Commander 2 geht ganz normal weiter. Die Frage bleibt jetzt, dadurch, dass ich jetzt Floyd beendet habe und bei Minecraft noch nicht weiß, wie ich es jetzt weitermache, also ich werde es auf jeden Fall weitermachen, nur wie regelmäßig und alles, weiß ich derzeit nicht. Das kommt dann im nächsten Announcement-Video oder werdet ihr sehen, wenn Minecraft wieder öfters hochkommt oder so. Denn es ist ja so, dass am 15.05. Ja, müsste hinkommen, am 15.05. kommt Diablo 3 dann endlich raus, was ich let's playen werde. Und zwar just in time, wenn es da ist. Ich habe es quasi ja schon. Also quasi gekauft, nicht nur quasi, ich habe es ja geschenkt bekommen durch hier diesen Blizzard. Wir schenken euch das einfach. Dafür bezahlt ihr ein Jahr lang noch weiter WoW-Ding. Das heißt, ich habe es schon. Das heißt, am Tag, wo es gereleased wird, kann ich Mitternacht losspielen. Und da werde ich wahrscheinlich auch genau an dem Tag, wenn ich nicht irgendwie was vorhabe, anfange danach die erste große Season aufzunehmen und ja, mit euch einfach einmal durch die Story rennen. Und zwar mit dem Char, wo ich das gerne hätte. Mal gucken, ob wir nach der Story noch die nächste Schwierigkeit nochmal machen. Ob wir im Multiplayer zusammen spielen. Wenn ja, mit wem. Das weiß ich auch noch alles nicht. Wird sich alles zeigen. Ich will euch einfach mal für die, die zum Beispiel Diablo 3 noch nicht gekauft haben, beziehungsweise die, die sich fragen, kaufe ich es mir, ich weiß es nicht, Diablo 2 war geil, aber ob Diablo 3 dem gerecht wird, blub blub blub. Dafür mache ich ja unter anderem Let's Plays, nicht nur für eure Unterhaltung, sondern einfach, wie oft habe ich mir ein Spiel gekauft, nur weil ich ein Let's Play davon gesehen habe und dachte mir, Alter, das ist so geil, musste kaufen, musste selbst spielen. Oder halt einfach, bestimmte Spiele kann man sich nicht leisten, was weiß ich, wenn man Student ist oder Schüler mit wenig Taschengeld, kann man sich auch nicht jedes neue Spiel leisten, aber wenn wir ja trotzdem irgendwie mitreden, zum Beispiel Skyrim hatte ich bis vor kurzem einen Haufen Ahnung, aber selbst gespielt, null. Ja, bis ich es mir jetzt letztens dann doch gekauft habe, für billiger, aber ja, wisst ihr, was ich meine, ich weiß über viele Spiele Bescheid, wie die Story ist, worum es da geht. Nicht, weil ich sie gespielt habe, sondern einfach, weil ich auch Let's Plays geguckt habe. So, warte, kurz einen Schluck trinken. So. Was gab's noch? Also bei Facebook gibt's ja jetzt die ach so tolle neue Chronik. Das ist ja genauso wie bei YouTube. Ja, neues Design. Ah, sieht nicht toll aus. Egal, wie auch immer, Facebook-Seite ein bisschen aktualisiert, ein bisschen was reingeschrieben. Bei der Homepage komme ich immer noch nicht weiter. Also ich habe angefangen, sie offline umzugestalten. Mir gefällt das alles nicht. Also so wie ich es will, kriege ich es nicht hin. Und so wie ich es hinkriege, will ich es nicht, weil es mir nicht gefällt. Ja, das ist dieser schmale Grat zwischen dem, was man will und dem, was man hinbekommt. Naja, mal gucken, was ich dann noch hinkriege. Wenn einer von euch sich da auskennt, ne? Also ruhig mir schreiben, PN, vielleicht mit einer kleinen so Vorauswahl oder so vielleicht ein Bild oder sowas. Egal. Dann wäre das auch mal endlich geregelt. So, was noch? Livestream, genau. Diablo 3 wird nicht nur so gespielt, sondern versuche ich auch im Livestream zu spielen, das weiß ich aber noch nicht genau. Livestreams an sich wollte ich ja auch öfters machen, dazu müsste ich mir aber erstmal einen guten Tag raussuchen und vor allen Dingen etwas finden, was ich auch livestreamen kann. Also von der Leitung her geht's, dass es immerhin gut aussieht, relativ. Ich habe früher auch SC2 gecastet, auch ein bisschen live. Das sah eigentlich alles ganz gut aus und hat auch seltenst geleckt. Ist jetzt die Frage,
ob das mit zusätzlich noch aufnehmen geht. Aber es probiert habe ich es nicht. Ich werde mal mir versuchen, die nächsten Tage irgendwann mal Zeit zu nehmen. Weil ich habe jetzt auch langsam die Vorstellungsgespräche, weil ich bin ja auf der Suche. Das heißt, ich bin auch öfters mal einen Tag nicht da oder so. Dann kommt noch Ostern und ach, was da jetzt nicht alles kommt, wo man doch mal sein sollte. Bei der Family und bei Freunden und habt ihr nicht gesehen. Also wundert euch nicht, wenn mal einen Tag nichts kommt. Dann habe ich entweder keine Zeit gehabt oder bin ich da oder ähnliches. Oder hatte nichts aufgenommen. Oder bin noch am Rendern oder ähnliches. Und dann habe ich zu oft oder ähnliches gesagt. So, Trollolol, genügend gesagt, glaube ich. Ich check nochmal. Also, merken, Facebook sieht jetzt hässlich aus, genau wie YouTube. Floyd wird bald vorbei sein. Diablo 3 kommt, sobald es raus ist. 15.05. Wenn ich noch in die Mob-Beta komme, also hier Mist of Pandaria, werde ich dazu auf jeden Fall einen Livestream machen. Gibt's aber immer im Announcement-Video hier Livestream am, um oder bei Facebook poste ich dann immer mal was. Ja. Gut, das war's soweit. Mir fällt nichts mehr ein, was ich euch sagen kann. Also mir fällt vieles ein, aber das interessiert euch alles wahrscheinlich einfach gar nicht. Und ich glaube, euch einfach nur zuzubluppen, ist auch nicht immer die Sache der Wahl. Ja, dann würde ich erstmal sagen, schönen Tag oder beziehungsweise schöne Woche noch. Und wir sehen uns dann demnächst, wenn es wieder weitergeht, in einem Let's Play. Ansonsten, es gibt noch viele Let's Plays oder Videos, die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt. Guckt einfach mal auf den Kanal unter den Playlists. Und dann geht das auch los. Ach ja, doch, jetzt fällt mir noch was ein. Emergency 2012. Weiß ich noch nicht, ob ich es anfange, weil ich wollte es ja eigentlich komplett aufnehmen. Das sag ich seit länger. Weiß nicht mehr, seit wann ich das mal announced habe. Emergency. Aber, also ich habe schon viel aufgenommen. Das ist es nicht. Derzeit hatte ich nur einfach keinen Bock mehr auf das Spiel. Ich habe etwas. Naja, es gibt Spiele, die sind schön. Es gibt Spiele, da frage ich mich, wann kann ich das nächste Mal aufnehmen? Dann gibt's Spiele, die ab. Also das war zum Beispiel jetzt Floyd. Dann gibt's Spiele, die abkacken, so wie zum Beispiel Commandos 2, das nervt immer. Das kann auch dann einmal so, wenn man gerade so in der Season ist, man hat richtig Bock aufzunehmen und plötzlich kackt das Spiel ab, dann denkt man sich, wisst ihr was? Dann endet die Season hier. Und wenn die halt dann nur eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde lang ist, ist das halt dann so. Dann sind es halt leider keine 2 Stunden, die am Stück aufgenommen wurden. Aber ihr wollt auch keinen Let's Player haben, der keinen Bock darauf hat, was er gerade macht. Deswegen warte ich gerade mit Dings Emergency, wenn ich ready bin und denke, das kriege ich hin, ohne Hochladestopps zu haben. Dann werde ich den ersten Part hochladen. Ist eigentlich ganz schön. Vor allem, weil es ja schon jetzt so ewig aufgenommen ist. Werdet ihr auch wahrscheinlich am Anfang erstmal wieder das alte Headset hören. Und ja, das wird bestimmt nochmal so eine Art Reise durch die Zeit. Vor allem für die, die mich schon länger abonniert haben, wird das bestimmt ganz lustig, mal zu sehen. Wenn ich dann immer so mal jeden Monat mal eine Season von, was ich, 1 bis 2 Stunden gemacht habe in dem Spiel. Und das halt jetzt schon mindestens, ich glaube mindestens ein Vierteljahr. Ist bestimmt lustig. Auf jeden Fall. Ja. Ach ja, Tour 2 habe ich jetzt nur eine Season aufgenommen. Ist noch nicht deswegen auf fortgesetzt. Das sage ich auch alles in den Parts. Ist erstmal ein Gucken gewesen. Ich hatte einfach mal Bock. Dafür könnt ihr Hedmig danken. Wenn ihr das Let's Play mögt, der hat mir genügend davon vorgeschwärmt. Wenn er das hier hört, rastet er bestimmt selbst aus, dass ich ihm das nicht gesagt habe. Egal, so, und ja, das Weitere klärt sich dann, wenn es weitergeht, würde ich sagen. Und das Bild hier ist neu. Ich fand, es ist ganz hübsch geworden. Ist auch jetzt das neue Hintergrundbild bei Facebook. Na? Gut, ja, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, Fragen, dementsprechend. Ich wollte immer ein Fact-Video machen, aber irgendwie kommen nicht so viele Fragen. Ich habe ja auch eine Fact-Seite oder halt einfach hier einen Kommentar drunter posten. Ja, gut, dann wünsche ich euch was und bis die Tage. Ich bin der Waywood und ich bin raus. Tschüss.